Demnächst kommen wir auch noch Harpyx Heizhammer. Ihr gebt mir dann endlich den Rest. The Fall of Empire. Schon wieder? Was zum Fick geht denn falsch hier beim Osmanen inzwischen? Revolutionäre Republik, meint schon wieder? Moment, das hatten wir doch schon. Es dreht sich irgendwie im Kreis, ne? Dann kommt wieder Türkei und dann wieder Osmanen. Wie oft müssen wir diese beeinflussende Revolution? Guck doch mal, wie viele Abzüge die schon haben bei Unruhe, ey. Moment, ich muss erst kurz zurückbauen. Unruhe. Habe ich überhaupt noch eine Grenze mit denen? Ja. Ach ja. Unruhe 22,1, 23,1, läuft. Hey, aber, weißt du? Ich habe jetzt keinen Bock, die anzugreifen, aber... Was? Ich habe doch Ansprüche auf die, was erzählst du mir? Ach, die sind von Russland besetzt, ja dann. Das ist leider von Russland besetzt und könnte ich jetzt einfach es rauspressen. Ich habe 23 Generäle und 1,6 Millionen Armee. Läuft. Mal Kriegsandrohung gegen Spanien machen, aber die sind davon gar nicht so beeindruckt. Spanien, warum bist du so spanisch? Oh, warte mal, kann ich... Ah, nee, da, das geht ja auch nicht. Ah, das geht ja nur gegenüber ihr. Hey, vielleicht kriegen die Kolonien gleich wieder Dingens, dann... Dann... Ja. Wieder diese plus 30, dann... Kämen sie wieder nicht mehr mit. Für irgendwie geil. Erstmal so einen richtig geilen Schleimbrocken hochwirken. Sexy. Jetzt ist das leider von Russland besetzt, sonst könnte ich es beanspruchen. Guck mal, Russland, Kriegsandrohung. Oh geil, gib mir das mal. Alter, wie die dir mal alles geben, ey. Ja, ich hab keinen Bock mehr, Krieg zu führen, das ist inzwischen nur noch so, ugh. Revolutionäre Türkei, ja, ist auch langsam. Bulgarien! Wie bist du überhaupt verbündet? Spanien. Und Russland. Portugal will Krieg gegen Türkei führen. Was sind die? Türkei, also. Wobei, vielleicht bitte sein. Nicht, ich meine, da kriegen wir den Malus auf die Kolonien. Was macht denn das Großbrücken in den letzten Minuten? Okay, das ist nicht so geil. Das ist das andere. Ah, kein Muslim. Also nur Müll. Wollen wir das wirklich noch komplett zu Ende spielen? Das wird langsam echt ätzend. Ja, komplett zu Ende. Sonst ist das Spiel ja nicht vorbei. Dann will ich, weil das Spiel schon vorbei ist. Müsste sehen, wer die meisten Punkte hat. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich. Also ich bin schon bei 27.800. Ich bin bei 6.300. Nahe dran, ich sehe schon. 8.729. Ich schon, wie alle gerne. Zählt aber nicht, weil du ja um 6 zu groß machen musst. Kannst du auch lauter reden? Nein, ich kann nur noch leiser reden. Okay. Warum stehen denn eigentlich deine ganzen Truppen hier hinten rum, ne? Ja.
Das weiß er selbst nicht so genau. Wo ist denn hinten? In Ägypten. In Ägypten? Oh, da stehen Truppen. Ach so, da steht ja meine halbe Armee. Sind ja nur fast 100.000 Mann. Warum verliere ich denn... Muss vom letzten Türkei-Krieg noch sein. Warum verliere ich denn ständig? Ich habe doch so viele Truppen. Wo sind die denn? Also von dem davor noch, der vor 50 Jahren war oder so. Hä, warum habe ich denn nicht genug Truppen, um den Krieg zu gewinnen? Der kann man ja mal übersehen. Warum hassen mich alle, bloß weil ich hier Mormon bin? Schlimm. Der Finger hat tatsächlich auf Platz 4 geschafft. Ja. Der Finger hat mehr als du, Peter. Ich hätte gut mal lang machen. Draufgeschmissen. Warum kann ich nur ein Hegemon sein und nicht zwei? Ich will gar bestimmt eine Mod. Gibt bestimmt eine Mod für, wo man alles nehmen kann. Dann wäre ich jetzt auch noch Militär-Hegemon. So. Was gibt's da unten noch? Österreich. Mit dem habe ich leider Frieden. Hier kurz. Berndorf. Wie sind wir mit Russland? Ach, Japan. Ich will diesen Endloskrieg gegen irgendwelche Nationen da drüben. Ich helfe Japan, aber nicht keinen Bock. Es ist so weit weg. Ja, fliegt doch mit dem Flugzeug. Könnte schon erfunden sein, soweit ich technologisch schon raus bin. Warum gibt's sowas eigentlich nicht? Flugzeug EU4 Mod. Damit hier alles ein bisschen schneller geht. Und nur dann Herz auf Iron spielen. Delfin nur ein Herz auf Iron. Ja. Wobei Herz auf Iron ist ja prinzipiell leichter als. Ja, aber muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Ja. Deutlich mehr Micromanagement. Ja, musst du nicht. Ist voll Vorteil, aber hey. Wo waren überhaupt diese Siegeskarten? Siegeskarten. Ah, Kontrolle über Großpolen. Kontrolle über Jütland. Leider nicht über Wallonien, da muss Spanien doch nochmal reichen. Und Österreich. Da, ja, ich bekomme gleich mal 33.000. Schönes Event. Könnte mal irgendjemand die Türkei entlagern? Naja. Dann könnte ich noch einen Anspruch hier durchsetzen. Es ist alles Spanien, ey.
Achso, ich bin jetzt ja auch im Krieg. Dieser endlose Sinnloskrieg. Ja. Tribut anbieten. Ja, gesund sein, jeden Monat 10, nee, 10 Jahre andauern, Jahresende. Verliege in Hegemonie Status? Nee. Das machen wir natürlich nicht. Jetzt, wo ich volle Hegemonie Power habe? Ja, garantiert nicht. Ich Idiot, ich könnte ein paar Punkte für die Regierung Dings sammeln und nochmal ändern, jetzt wo ich, ne. Schiebe den Testakt. Was ist das denn? Also nicht abgehört. Seht ihr das genauso? Ich hoffe doch. Ja. Immer. Ich würde noch einen Händler mir gönnen. Ich könnte noch einen Stack ausheben. Klar, aber nicht. Also wobei sind auch noch ein 24. General. Ich habe mehr Generäle als Belfine Provinzen hat. Nö. Oh, ich bin nicht mehr so froh. Wo bin immer ich denn, wenn ich mehr so groß? Was ist das überhaupt? Weil du der langsamste bist jetzt gerade. Mach doch gar nichts. Außer beeindruckend zu sein. Bin ich sehr beeindruckend. Oh, Spanien hat 7400 Punkte als Zweiter. Ja. Nee, ist historische Währung. Was ist? Keine Ahnung, was das ist. Ach. Ist wieder ätzend hier, komm. Es sind ja irgendwie noch 14 Jahre oder so, ne? Ach. Ja. Du heute noch fertig spielen, dann leck mich. Boah. Wär noch lange 14 Jahre. Ja. Richtig ätzend. Die spielen wir jetzt auf Geschwindigkeit 1. Nein. Nee. Noch ätzend, so komm halt ein. Wieso? Es ist ätzend, das ist ja schon so. Jetzt wollen die jetzt die Diskussion. Ich muss ja noch erobern und so. Welt einnehmen. Junge, muss ja noch erobern, sein dummes Gesülze von ihm. Ach komm, Honkytong, lass ihm einfach gleich Krieg erklären. Oder? Oh ja, okay, lass ihn einfach mal so in einem Krieg überrennen. Ja, doch, machen wir jetzt. Ja, etwas beenden. Ich zieh dann mit Spanien weißt du, und so mit rein. Zum Schluss nimmst du das Spiel nicht mehr ernst, weißt du? Ja, ja. Das ist ja auch witzlos. Das ist dann alles egal. Ja, zwischendurch, oh ja, ich darf nicht verlieren und so. Und zum Schluss auch egal. Wir verlieren ja nicht. Es geht nicht mehr so effektiv. Ich meine, wir können Spanien noch den Krieg erklären, aber dann wird das Spiel wahrscheinlich explodieren. Ja, denke ich mal auch. Ja, bloß weil dein Land immer noch ist wie 1450, ne? Weil ich muss zugeben, Honky Tonk würde mich jetzt einfach mal interessieren, was passiert. Wäre sofort wieder asynchron?
Also. Keine Verteidiger des Glaubens werden, aber das will ich eigentlich. Barney würde sogar mitmachen gegen Delfinio. Ja, lass draufschreiben. Du. Okay, machen wir. Ich will doch gerade Krieg, hast du nicht gehört. Das ist mir doch egal. Ming würde ihm gar nicht helfen und Portugal. Ja, die sind ja auch mit mir im Krieg schon. Also gegen Japan, ich mache nicht wirklich was. Also, ich nehme einfach an, wenn du mich mal nimmst. Oh, muss das mal aus dem scheiß Krieg hier mit den Osmanen raus. Mal separat Frieden machen und dann. Muss ich noch ein paar Provinzen erobern und dann. Lass den Krieg gehen, dann separat Frieden machen. Ja. Ah, feindliche Invasion auf. Warum kann man gerade sehen, was man auf dieser eine Provinz mit der. Ach. Bist du mit Deli gemeinsam im Krieg? Ja, weil es Portugal da irgendwas war. Achso, Portugal ist auch mit der Pfeile verbündet. Ach. Das sind halt wirklich noch 14 Jahre, ne? Guck mal, die Osmanen sind käuflich. Für 500 Dukaten haben sie Frieden geschlossen. Ich kann das leider nicht machen, weil dann verliere ich den Hegemoniestatus. Ach hier, so einen Separatfrieden machen oder was? Die Separatfrieden geht, aber wenn ich Tribut anbiete. Ach so, ja. Oder vielleicht ist das auch nur, wenn ich innerhalb des gewissen Zeitraums. So, gucken wir mal, wa? Ja, wenn du mich reinrufst, muss ich wohl mitkommen. Hast du ja nichts davon. Also Ming würde ihn verraten. Ja, Ming ist ja auch schon im Krieg. Mit mir. Jetzt sind wir mit Portugal auch im Krieg. Ach, scheiß drauf, da ist Spanien da. Muss ich irgendwas tun, oder? Oh, wäre schon vom Vorteil, ne? Also gar keinen Bock, meine Truppen da jetzt rüber zu schicken, Alter. Ich bin ja irgendwie mit ganz Asien jetzt auf einmal im Krieg. Oh, Spaniens Kolonialreich macht das schon. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss gar keine Truppen schicken, warte. In Portugal kannst du eh bald rausdrücken, wie sie an Hauptstadt. Ja, die haben gar keine Truppen bei sich, oder? Läuft bei denen, läuft. Oh, das ist bitter. Oh. Das ist schon bitter, wa? Ich bin halt alles mit Kontrolle. Aber es ist okay. Richtig. Der Fino macht das schon, ne? Ich bin asynchron. Gut, dann können wir aufhören. Warum? Jetzt will ich auf einmal aufhören.
Ich habe 28.519 Punkte. Mir ist egal. Kontrolle über Schlesien? Moment, ich kontrolliere Schlesien doch. Nee, eine Provinz gehört noch Österreich. Wirklich. Ich glaube, beim nächsten Mal ja eine neue Runde starten, oder wie sieht das aus? Eine Provinz. Das wären nochmal 2000 Punkte. Ich bin vierte Großmacht. Du bist unbedeutend. Eigentlich wollte ich dich jetzt noch statt schlagen. Ich wollte gerade noch all meine Punkte ausgeben, dass ich erste Großmacht werde. Ah, also machen wir Schluss. Oh, von mir aus. Ich habe wohl nicht mehr Land, eher noch weniger, also können wir auch Schluss machen. Was kriegst du nicht mehr? Ich kriege ja nur noch weniger Land statt mehr durch den Krieg jetzt. Also kann man auch beenden. Ja, das war eh nur noch ätzend. Ich bin auch skeptisch, wie lange das wieder hält, bis ich wieder Asylum werde. Ja. Ja, das wird jetzt andauernd passieren, deswegen. Ja, gegen Ende wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ah, wenn die größten Armeen gegeneinander kämpfen. So, nächste Woche dann gleich die nächste Runde starten, oder? Was läuft in euren Köpfen falsch? Oh, weiß nicht. Nicht irgendein Mod oder so? Ja, die funktionieren immer so gut. Na, irgendeine Mod, die halt nicht so übertrieben ist. Extended Timeline. Meinetwegen. Die hat recht lange funktioniert. Starten wir eine Antike oder so. Ich sag mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss.